Ende Juni 2019. Jetzt sind sie endlich da. Der Leipziger Ring ist ihr Laufsteg. 8 Glocken für die Nikolaikirche werden der Stadt fröhlich und stolz präsentiert. Angeführt von Nikolaipfarrer Bernhard Stief. Früher war das mit dem Fuhrwerk, da gibt es noch schöne Fotos oftmals in den Gemeinden, wo man sie zur Kirche bringt. Und wir haben uns gedacht, warum soll das in der Stadt nicht auch möglich sein, dass wir das irgendwie auch zelebrieren, dieses Abholen der Glocken, das Einholen. Und deswegen haben wir gesagt, der Ring hat auch eine Bedeutung für Nikolai. Friedliche Revolution, ne? Das Laufen um den Ring. Und diesmal ist es keine Demonstration, sondern eher eine Danksagung, wo wir uns freuen und die Glocken dankbar in Empfang nehmen und jetzt nach Hause bringen. Ja. Es ist auch ein großes Dankeschön an alle Unterstützer. Denn die Herstellung der Glocken im Wert von gut 700.000 Euro wurden zu einem großen Teil von Spenden vieler Privatpersonen und Institutionen getragen. Und beim Umzug mit dabei sind alle Beteiligten, die teils über Jahre an diesem Projekt mitgewirkt haben. Einen Tag später sind auf dem Nikolaikirchhof die Glocken für die feierliche Weihe aufgestellt und geschmückt. Ein Jahrhundertereignis für die Gemeinde, an dem auch der Schirmherr des Glockenprojektes, Bundespräsident AD Joachim Gauck, teilnimmt. Ich werde bald 80 Jahre und habe Grund, Gott dafür zu danken, dass er auch in Zeiten, in denen keine neuen Glocken gekauft werden konnten, bei uns war. Dass er uns getröstet und gestärkt hat und dass von dieser Kraft, von dieser Stadt, von dieser Gemeinde, von dieser Kirche aus dem Geist der Hoffnung Menschen aufgebrochen sind und unser Land und unsere Gesellschaft verändert haben und schöner gemacht haben. Dann gibt es als Vorgeschmack auf den künftigen Klang des Geläutes ein eigens komponiertes Musikstück, in dem die Glocken die Hauptrolle spielen. Während danach die Ehrengäste auf der Vorderseite die Glocken als erste näher begutachten, sind auf der Rückseite die Künstler der Glockenzieher sichtlich zufrieden. Mein Prinzip funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der Klang, ich habe den schon in der Gießerei mal gehört, so probehalber, da war noch alles zu, war einfach hinreißend. Beeindruckt sind auch zahlreiche Schaulustige am nächsten Tag. Die größte Glocke soll als erste an ihren künftigen Platz gebracht werden, in den rechten Turm, der ganz für sie allein reserviert ist. Am Boden wird die Osanna ein letztes Mal von den beiden Glockensachverständigen inspiziert. Der Einhob in den Turm ist die letzte schwierige Hürde, die beide etwas nervös macht. Wir müssen mit dem Kran und der Glocke selbst in die Glockenstube reinfahren. Und der Kran hat ja sozusagen doch relativ starke Bewegung und wir haben an der Seite nur ganz, ganz wenig Platz. Also das ist wirklich Millimeterarbeit sozusagen, dass eben selbst noch beim Einhub kann noch ein kleiner Kratzer, Schaden und so weiter an der Glocke entstehen. Jetzt hat der Startschuss gerade gegeben und jetzt werden sie hoffentlich beginnen. Fast 7 Tonnen Gewicht werden vom Spezialkran aus Radeberg nun langsam in die Höhe auf 35 Meter gehoben. Für den Einhub ist das Turmfenster extra etwas vergrößert worden, damit Kranspitze und Glocke überhaupt mit viel Fingerspitzengefühl hineinpassen. Knapp 20 Minuten später ist es tatsächlich geschafft. Nach fast 100 Jahren ist die Osanna-Glocke wieder an ihrem angestammten Platz in der Nikolaikirche angekommen.